Hey ho ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute, oh mein Gott, wird es teuer, denn es geht um japanische Pinsel. Shikohodo, Sonia G und Wayne Goss werden heute unter die Lupe genommen. Und Leute, ihr könnt sehen, was entstanden ist. Bleibt dran, wenn es euch interessiert. Heute wird es expensive. Das kann ich euch schon mal versprechen. Lichtverhältnisse. Wir müssen mal sehen. Ich habe ein Ringlicht. Recht neu. Es wird jetzt in einigen Videos so eine Art Umschwung geben. Mal schauen, wie ich so damit klarkomme und so weiter. Ob mir das Licht gefällt, ob ich es wärmer mache oder kühler. Ich habe keine Ahnung, ihr Lieben. Aber darum geht es heute auch nicht, weil es geht heute um Pinsel. Und zwar japanische, teure Pinsel. Perlen vor die Säue in so einem Kickbehältnis. Okay, ignorieren wir das mal. Es ist so, ich habe von einer ganz, ganz, ganz bezaubert netten Abonnentin ihre japanischen Pinsel zur Verfügung gestellt bekommen. Nicht alle, weil sie hat, oh mein Gott, unfassbar viele japanische Pinsel. Sie hat ein paar, wo sie gesagt hat, Jenny, du musst die unbedingt mal ausprobieren. Und sie hat ein paar, wo sie sagt, das sind doch nicht mehr meine Lieblingspinsel. Ich habe andere, die ich bevorzuge. Und vielleicht hast du Interesse an dem einen oder anderen. Sie hat nämlich mitgekriegt, dass ich mich für unter anderem zum Beispiel Wayne Goss und Sonia G interessiere. Und ja, ich kann die ausprobieren, Leute. Und es ist gigantisch. Das Video wird ein bisschen länger, gehe ich mal davon aus. Und zwar wollte ich euch einmal eben die Pinsel zeigen, um die es überhaupt hier geht. Also wir haben hier einmal ein Mitsuho. Ich habe alle Pinsel schon mal benutzt und habe mir schon ein bisschen so ein Bild gemacht. Das heißt, ich kann euch heute auch schon so ein bisschen was dazu sagen. Es ist nicht wirklich First Impressions oder so, sondern ich kann mir schon eine Meinung bilden. Also einmal Mitsuho. Das ist ein Blendepinsel, der recht spitz zuläuft. Und dann habe ich einen von Sonia G, der Crease 2. Das ist zum Beispiel einer, wo sie gesagt hat, den musst du mal ausprobieren, aber den will ich wieder haben. Ja, sehr interessant. Und dann habe ich hier vier Wayne Goss Pinsel und ihr seht, sie sind alle benutzt. Ich habe hier einmal die 18, der ist so ein bisschen flacher. Ja, erzähle ich euch gleich was dazu. Die 19 und die 20, das sind zwei quasi Crease Brushes, relativ klein. Und die Nummer 3, das ist so ein fluffiger. Die sind so geil. Dann hat sie mir mitgegeben, expensive, 5 Wayne Goss Pinsel. Erstmal die beiden, weil die gibt es so nicht mehr. Das ist einmal der 13 und, die 14. Das ist die 13, das ist die 14. Die gibt es jetzt quasi in hellen Haaren. Das hier ist gefärbte Ziege. Ja. Und das hier sind alles Echthaarpinsel. Also wenn es euch nicht interessiert, Echthaarpinsel, dann schaltet lieber weg. Nummer 13 und Nummer 14 gibt es beide nicht mehr in dieser Variante, sondern nur noch in hell. Ich weiß nicht, inwieweit das qualitativ einen großen Unterschied macht. Das kann ich euch nicht sagen. Dann habe ich hier den 00. Das ist ein ganz großer, weicher Puderpinsel. Den 02. Das ist so ein bisschen zugespitzter, ja, ich würde mal sagen, sowas wie Highlighter. Und dann The Air. Ja. Ja, die Pinsel von Wayne Goss. Dann habe ich noch zwei Pinsel. Einmal von Koyudo. Das ist so ein... ich werde den gleich zur Seite tun. Ich werde den nicht benutzen, weil das ist einfach nicht meine Form. Ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Dann habe ich den Shikohodo Powder. Das ist ein Puderpinsel. Und nochmal drei Pinsel von Sonia G. Und zwar den Sculpt 3. Das ist ein kleiner Fächerpinsel. Den Sculpt
2, der ist etwas größer, und den Sculpt 3. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin in love. Okay, flippen wir nicht aus, aber das sind die Pinsel, die wir heute benutzen werden. Ich mache zwei Videos wahrscheinlich über die Pinsel, einmal das und dann habe ich mir überlegt, mache ich so ein Battle, nämlich die japanischen Pinsel versus meine Lieblingspinsel. Ja, meine aktuellen Lieblingspinsel, denn die sind schon abgelöst, könnt ihr mir glauben. Aber ich will einfach mal gucken, ob es wirklich einen sichtbaren oder merklichen Unterschied am Ende wirklich macht. Ja. Ich nehme in diesem Video nur Produkte, die ich richtig geil finde. Also könnt ihr auch schon mal sehen, was Jenny so am liebsten im Alltag benutzt. Ja. Und ich fange jetzt mal an, nämlich mit einem Primer. Völlig unspektakulär brauchen wir keinen Pinsel für. Und zwar habe ich hier den Giorgio Armani Luminous Silk Primer. Ich finde ihn mega. Also man muss einfach sagen, ich hatte den neulich mal ausprobiert als Probe und dachte so, ja, okay, ich sehe jetzt nichts Besonderes auf meinem Gesicht, aber ich finde, der schafft eine derart gute Grundlage, dass Make-up darauf so gut aussieht, ehrlich. Also Wahnsinn, total toll. Und wie ihr mich kennt, lasse ich den erstmal so ein bisschen sitzen und dann geht's gleich weiter. So, ich habe mal eben den Paintpot aufgetragen und zwar mit einem Pinsel, den ich tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will alle Pinsel ersetzen, sieht nämlich bald so aus. Ich will nicht zu viel verraten, aber könnte ich mir vorstellen, dass ich den kann ich nicht ersetzen. Also das ist für mich ein spektakulärer Pinsel. Das ist der Real Techniques Deluxe Crease Brush, den nehme ich für den Paintpot, um ihn aufzutragen. Den nehme ich aber auch für Concealer. Für mich ein richtig, richtig guter Pinsel. Und ja, das habe ich jetzt eben erstmal gemacht. Und jetzt schminken wir doch mal was ganz Lässiges mit der Natasha Denona Gold Palette, dachte ich mir. Habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. Ich möchte was Schönes, Neutrales. Und da ich drei große Blendepinsel habe, muss ich jetzt mal gucken, was ich mache. Also den Sonia G Crease 2 habe ich noch nicht ausprobiert, wirklich. Deshalb möchte ich es jetzt mal machen, meinen Spiegel hier zurechtrücken. Und würde mal sagen, Crease 2, wir gehen erstmal ganz soft hier mit dieser Farbe ein bisschen in die Lidfalte. Lalalala. Okay, ist halt voll interessant, weil ich habe die anderen Blendepinsel schon ausprobiert und muss sagen, dass die mir besser gefallen. Die von Wayne Goss. Und zwar der von Wayne Goss, der Nummer 3. Welche Farbe habe ich denn eben benutzt? Die hier, ne? Ist schon nicht mehr. Die Nummer 3, weil der ist, guck mal, was der an Produkt aufnimmt. Könnt ihr das sehen? Und nochmal, guckt ihr euch das an, was der an Produkt effektiv aufs Auge bringt. Unglaublich. Guckt euch das mal an, wie das verblendet ist. Vor allen Dingen, das ist halt interessant. Andrea, meine Abonnentin, hat mir einfach Pinsel zusammengestellt. Und eigentlich hätte sie mich gefragt, willst du den probieren? Hätte ich gesagt, oh nee, interessiert mich nicht so. Der ist so geil, der Pinsel. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir nehmen aber auf der anderen Seite nochmal den Mizuho Brush. Und auch der, könnt ihr sehen, nimmt extrem viel Farbe auf. Und ich finde tatsächlich diesen Pinsel auch mega. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Der ist, ihr seht, nimmt nicht so krass Produkt auf wie der. Oh, da ist noch Schmutz dran vom alten. Ja, Jenny. Sehr schön. Vielleicht solltest du den mal zwischendurch kurz mal eben ein bisschen sauber machen. Machen wir eben kurz mit dem Wayne Goss weiter. Ich kann es euch aber sagen, dass ich diesen Mizuho, den finde ich auch richtig gut, weil der eben so spitz zuläuft und auch sehr gut verblendet. Also dieser Wayne Goss Nummer 3 ist für mich spektakulär. Was der an Blender. Wie der verblenden kann. Okay, jetzt haben wir hier so ein bisschen dunkler, macht nichts. Wird sich gleich noch ändern. Wie der
wie der verblendet, das ist abnormal, ehrlich, Leute. Unglaublich. Und ich habe noch niemals, also ich habe ja schon sehr viele Pinsel ausprobiert und klar, es gibt einen Haufen guter Pinsel, die nicht so viel Geld kosten. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber mit diesem Pinsel zu arbeiten, hat mich so überrascht. Ja, ich glaube, ich möchte keinen anderen Blendepinsel mehr benutzen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe mal den Mitsuho ein bisschen sauber gemacht, weil ich wollte euch zeigen, was ich an dem nämlich richtig geil finde. Ich gehe jetzt mal in diesen Senfton hier so ein bisschen. Man kann mit dem nämlich sehr gut, dadurch, dass er so spitz ist, unterm Auge verblenden. Und das finde ich so cool, weil der halt spitz ist. Kann der richtig toll hier so ein bisschen Produkt unterm Auge aufnehmen und ganz toll verblenden. Also ich finde den hier auch extrem, extrem gut. Ich will jetzt nochmal eine dunklere Farbe ein bisschen aufbauen. Ich nehme einfach direkt vorsichtig hier was von diesem dunklen Braun und gebe mir mit dem einfach das hier nochmal so ein bisschen, guckt euch das mal an, ey. Wie der das Produkt packt und aufs Auge bringt. Das ist halt, also ich bin kein, ich habe noch keine große Ahnung von japanischen Pinseln. Ich denke mal, das ist wirklich etwas, womit ich mich in der nächsten Zeit auch häufiger und intensiver beschäftigen will. Ich habe natürlich auch schon mit Leuten geredet, die japanische Pinsel haben und auch einige meiner Abonnentinnen und Abonnenten haben eben solche Pinsel. Und ja, habe mich da einfach schon mal so ein bisschen mit denen ausgesprochen. Und was der oder das ganz Besondere an diesen Pinseln ist, ist eben, dass sie Produkt sehr gut greifen können und sehr gut wieder abgeben. Man merkt das an dem Pinsel, den zeige ich euch gleich, dass man das Gefühl hat, das, was er aufnimmt, gibt er auch wieder ab. Ja? Und das finde ich... Das finde ich halt geil, ne? Also, das ist voll mein Ding. Das ist auf jeden Fall ein Pinsel, ja, ich weiß gar nicht, Mitsuho Brush heißt der. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich schreibe euch auf jeden Fall die Pinsel in die Infobox, die ich benutzt habe. Ich nehme jetzt den Wayne Goss Nummer 18 und diese Farbe hier und gebe mir die erstmal so ein bisschen aufs Augenlid und ihr könnt sehen, und das finde ich halt krass, ihr wisst, ich trage gerne mit einem Finger Schimmertöne auf, aber dieser Pinsel, der packt das Produkt und presst es direkt aufs Auge. Ich finde das so gut, ehrlich, ich könnte es euch, also dieser Pinsel, ne, auch der ist ein Pinsel, den ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte, der Wayne Goss Nummer 18, aber ich habe den benutzt und dachte so, okay, alles klar, mit dem kannst du alles machen. Das ist irgendwie Kontaktlinse verschoben. Das ist so ein Tausendsasser, sage ich mal, ja. Der kann extrem gut Produkt aufbringen und kann es aber auch extrem gut wieder verblenden. Und ja, der ist richtig, richtig gut. Dann nehme ich nochmal diesen Ton hier und gebe mir den nochmal hier so auf. Also das hier ist auch ein Pinsel, gerade, ich denke, für Leute, die anfangen wollen mit solchen Pinseln in der Richtung, ist das, glaube ich, nicht schlecht, weil der halt so ein Tausendsasser ist. Es ist wirklich Multitalent, mit dem kann man alles Mögliche machen. Dann habe ich jetzt noch diese beiden kleineren hier von Wayne Goss, den 19 und 20. Ich nehme jetzt nochmal den 19 und gehe nochmal ein bisschen in diese dunkle Farbe hier rein, nur um ihn euch mal gezeigt zu haben. Und baue mir das jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Also die hier finde ich gut, definitiv, aber nicht spektakulär. Ja, also die sind richtig gut, aber wie gesagt, nicht spektakulär. Und dann nehme ich den nochmal, den Ton, und gebe mir den hier nochmal unterm Auge auf.
Dadurch, dass sie kleiner sind, sind sie halt für solche Arbeiten ideal, ne? Guckt. Kleinen hier, den 20, den benutze ich jetzt mal für den Inner Corner Highlight. Und dann nehme ich einfach hier das Super Glow von Natasha Denona. Und mit dem kann man natürlich extrem präzise arbeiten und solche Sachen super gut machen, ne? Aber irgendwie hätte ich gedacht, dass das so große Liebe sein wird mit diesem Pinsel, so Liebe auf den ersten Blick. Aber der ist gut, ja, aber andere haben mich mehr überrascht auf jeden Fall. Es ist natürlich so, ich werde nicht alle von diesen Pinseln behalten und deshalb dachte ich mir, küre ich hier heute auch gleich immer meine Favoriten, ja. Und zwar sind diese drei Pinsel meine Favoriten aktuell aus den Pinseln, die ich hier bekommen habe von Andrea. Der 03 von Wayne Goss, der 18 und der Mizuho Brush. Die werde ich, glaube ich, auch an mich nehmen, ja. Die sind auf jeden Fall meine absoluten Favoriten von den Augenpinseln. So, ihr Lieben, kommen wir zum Gesicht. Und zwar nehme ich da mein Schätzchen, die Urban Decay Stay Naked Foundation und den Wayne Goss Nummer 13. Und zu diesem Pinsel muss ich sagen, der hat im Sturm mein Herz erobert. Ich weiß noch nicht, ob er mein liebster Foundation-Pinsel wird. Ja. Ich habe neulich mir ein Video angeguckt von Wayne Goss zu diesem Pinsel, in dem er quasi zeigt, dass man mit diesem Pinsel ein ganzes Gesichts-Make-up schminken kann, egal Creme, Puder, völlig wurscht. Und habe das auch ausprobiert und war wirklich baff. Ja, also wenn ihr also in den Urlaub fahrt oder übers Wochenende, habt nicht viel Platz zum Mitnehmen. Dieser Pinsel, er kann alles. Er kann Foundation auftragen, Concealer, Bronzer, Highlighter, Puder, alles in Perfektion, muss man sagen. Tatsächlich, ich werde jetzt ja kein Vergleichvideo machen, aber ich habe schon ausprobiert, ist trotzdem mein Lieblingspinsel immer noch für Foundation der IT Cosmetics Nummer 7. Ja, kann es einfach perfekt. Aber der hier kann natürlich alles andere auch richtig gut. Zum Beispiel Creme Blush auftragen, das machen wir auch gleich. Aber ihr seht auch, mit dem kann man irre gut Foundation auftragen. Trotzdem, wenn ich jetzt die Wahl habe, und die habe ich ja, finde ich den IT Cosmetics Nummer 7 etwas besser. Was ich halt mega krass finde, ist, ich habe ja mit dem Cremeprodukt aufgetragen und könnt ihr sehen, der gibt quasi alles, was er aufnimmt, auch wieder ab. Das finde ich so abgefahren, weil ich habe oft das Problem, dass bei meinem IT Cosmetics Nummer 7, der ist natürlich jetzt recht sauber, aber der ist sehr schnell voller Foundation. Also den muss ich relativ häufig waschen. Da man natürlich diese japanischen Pinsel einfach nicht so häufig waschen soll, ist es halt auch voll gut, dass ich die nicht so oft waschen muss, offensichtlich. Weil, ja, bei dem IT Cosmetics Nummer 7, der ist ziemlich häufig bei mir am gewaschen werden. Heute ist meine Haut so bisschen auf der trockenen Seite, muss ich sagen. Also die Foundation sitzt trotzdem super, weil die ist einfach super. Aber so ein bisschen dröge. Obwohl sie nicht dröge aussieht. Bei dröge hilft nur Setting Spray. Und ich mache mal einmal. Ein bisschen Glow Recipe Watermelon Mist drauf und dann wird das schon. So, Foundation ist drauf und sitzt gut und gleich machen wir erstmal Concealer. Ich trage ja meistens meinen Concealer mit den Fingern auf, vor allem wenn ich den hier benutze, den IT Cosmetics Bye Bye Under Eye.
Ich weiß nicht. Ich finde ihn seit neuestem spektakulär. Ich fand ihn immer nicht so toll, aber nachdem ich mir ein altes Video von mir angeguckt habe und dachte so, warum siehst du so fresh aus unter den Augen? Und dann in meiner Infobox geguckt habe, da schreibe ich euch ja immer rein, was ich benutzt habe, dass es der Bye Bye Under Eye war. Da dachte ich so, okay, echt jetzt? Dann würde ich den nochmal ausprobieren. Guck mal. Keine Ahnung, warum ich ihn so naja fand. Ich blende ihn jetzt nochmal ein bisschen mit dem Pinsel hier aus. Guckt euch das mal an, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ich habe sogar ein ganzes Video, wo ich den teste. Und selbst da fand ich ihn ganz okay, aber auch nicht spektakulär. Und ich weiß auch nicht. Vielleicht verändert sich die Haut oder die Bedürfnisse, was weiß ich. Weil, guckt euch das mal an, jetzt gerade auch so verblendet. Der nimmt so super meine Rötungen weg. Auch die ich hier im vorderen Bereich so stark habe. Wow! Und mit dem Pinsel, ihr seht, ich tupfe jetzt hier einfach nur noch mal so ein bisschen rüber und bin super flawless. Geil! Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen, wo machen wir ein bisschen hin? Hier und ein bisschen hier. Ihr kennt mich ja, meine Rötungsstellen. Und auch hier, ich tupfe einfach nur so ein bisschen. Oh, ich habe ständig irgendwo Haare hängen. Tupfe hier so ein bisschen und zack, ist der eingeblendet. So, einer meiner Favoriten auf jeden Fall, dieser Pinsel. Und ich dachte, um ihn noch ein bisschen mehr zu testen, weil ich finde ihn halt schon wirklich so ähnlich dem It Cosmetics Nummer 7. Wollen wir mal Cremekontur machen, oder? Nein, nicht mit dem Highlighter. Und zwar mit diesem Stick von Uoma. Das ist tatsächlich mein absoluter Cremekontur-Favorit. Und normalerweise bin ich ja nicht so unbedingt der Stick-Typ, aber der ist für mich spitze. Und jetzt passt mal auf. Jetzt zeige ich euch mal, wie kinderleicht das hier funktioniert und sich verblenden lässt und einfach so ein bisschen, und was halt das Faszinierende ist, und das werdet ihr jetzt auch im weiteren Verlauf des Videos merken, diese Pinsel aufgrund ihrer Haarbeschaffenheit und da, weil die so weich sind, lassen die eure Foundation unten drunter komplett in Ruhe. Also ihr seht, dass ich kann hier ziemlich grob sein, mit dem Pinsel auch, ohne dass meine Foundation darunter irgendwie zerstört wird. Und das finde ich eigentlich das Beste an den Pinseln. Und guck mal, wie easy peasy, ich meine, es ist auch eine gute Cremekontur, davon mal abgesehen, aber wie easy peasy ich die jetzt einfach hier verblendet habe. Begeistert! Ich bin so begeistert! Oh la la la! Okay, dann setten wir mal ein bisschen, ja? Setten darf ja nicht in Vergessenheit geraten. Ich nehme das Marc Jacobs Finish Line Invisible Perfecting Coconut Setting Powder, was ich verdammt gut finde. Ich gehe jetzt nochmal hier einmal in meine Fältchen. Zack, 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 mit dem Pinselende. Und nehme den Wayne Goss The Air. Oh mein Gott, Leute. Also dieser Pinsel, der ist nicht von dieser Welt. Ich nehme mir hier ein bisschen auf. Arbeite das im Deckel hier in meinen Pinsel ein, es war ein bisschen viel. Klopfe das ab und gehe einfach hier auf meine Stellen, die ich setten will. Und was halt hier herausragend ist, im Vergleich zu allen anderen Pinseln, die ich bisher jemals benutzt habe, ist seine Weichheit und dadurch, habe es ziemlich häufig, dass wenn ich diesen Bereich hier sette, dass am Ende hier die Foundation abgetragen wird und meine Rötungen extrem durchscheinen. Guckt euch das mal an. Ihr seht und ihr wisst, ich habe nicht besonders viel Produkt drauf. Ich war sparsam mit der Foundation, ich war sparsam mit dem, halbwegs sparsam mit dem Concealer. Und du siehst null Rötungen durchscheinen. Und das liegt tatsächlich viel an diesem Pinsel.
Ich gehe jetzt einfach nochmal hier lang. Und hier lang, wo ich es halt wirklich besonders gut setten will. Und ein bisschen hier. Ich bin sehr begeistert. Ich nehme jetzt nochmal diesen großen von Wayne Goss. Den finde ich okay. Das ist auch, ich glaube, von allen Pinseln, die hier liegen, der teuerste. Der kostet irgendwie 80 Euro oder so. Nee, 80 Dollar. 80 Euro, ich weiß es nicht. Es ist aber ein Pinsel, der ist toll, aber für mich jetzt nicht unbedingt ein Muss aufgrund seiner Form. Also ich glaube, wenn ich den, ja, wenn der flach wäre, wäre es für mich ein schönerer Puderpinsel. Deshalb, das ist so ein bisschen auch die Form, die mich hier nicht so übertrieben anspricht. Im Vergleich hierzu, mit dem man wirklich hier so toll unterm Auge und ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie weich dieser Pinsel ist. Also das hier ist, gehört absolut zu meinen Favoriten, dieser Pinsel. Wahnsinn, ich habe so viele Pinsel, ich weiß gar nicht, wofür ich die alle gerade benutzen soll. Okay. Sprechen wir noch mal kurz über diesen kleinen von Wayne Goss. Ihr könnt sehen, er ist halt auch so ein bisschen zugespitzt. Der ist ganz okay, aber den werde ich auch nicht, mit dem kann man Highlighter ganz gut auftragen, aber ist jetzt für mich nicht so ein Pinsel, wo ich sage, ich raste aus oder so. Der ist ganz okay. Gehen wir noch mal ein bisschen in die Kontur und verstärken die noch ein bisschen mit dem geilsten Pinsel, würde ich fast sagen, der Sonia G Sculpt 3. Ich nehme meinen Natasha Denona Sculpting Powder. Dieser Pinsel ist genau das, was mein Leben braucht, ja. Damit kann man die, ich zumindest mit einem relativ großen Gesicht, perfekt meine Kontur auftragen, Bronzer auftragen, einfach spektakulär. Und Andrea zum Beispiel sagt, sie hat noch den Sculpt 4, ist es glaube ich. Der ist ein bisschen kleiner als der, also der liegt irgendwo zwischen diesen beiden hier von der Größe. Und sie sagt, das ist ihr aktueller Lieblingspinsel dafür, weil sie den hier zu groß findet. Ich finde den aber richtig toll. Aber der ist schon recht groß. Der ist nicht so groß wie mein BH Cosmetics, den ich sonst nehme. Aber ja, ihr habt es gesehen, ne? Guck mal, wie sich das hier auftragen lässt. Vollkommen flawless, gigantisch, man kann auch ein bisschen die Nase konturieren damit, ja, also aufgrund seiner Form, ich gehe hier unten noch ein bisschen und ja, dieser Pinsel, lalalala. Tragen wir noch mal ein bisschen Bronzer auf und dafür nehme ich den Shikohodo Powder und nehme das Laura Mercier Sheer Perfecting Candle Glow, Sheer Perfecting Powder in der Farbe 4 und gib mir das einfach nochmal so ein bisschen, ja, übers Gesicht. Auch dieser Pinsel, der hat so eine leichte Borstigkeit. Ich mag das aber. Und jetzt kommen wir zu dem Tipp, den mir Andrea noch im Nachhinein gegeben hat, weil ich gesagt habe, ich finde, dass der nicht so viel Produkt aufnimmt, wie ich es gerne hätte. Und sie hat gesagt, wenn man ganz besonders viel Produkt haben will, und das ist wirklich ein Tipp, den ich selbst noch nicht kannte, nehmt ihr euch den Pinsel, presst ihn ins Puder und ruschelt ihn quasi hoch und runter. Und dadurch, guckt mal, kriegt ihr extrem viel Produkt mehr, als wenn ihr so geht, ja, weil ihr hier quasi mit den Borsten sozusagen in das Fännchen drückt und es aufkratzt, sozusagen. Und ja, also nicht nur ein Tipp für japanische Pinsel, sondern im Generellen einfach für Pinselbenutzung. Guckt euch mal das flawless Ergebnis an. Leute, ich raste aus. Also dieser Pinsel zum Beispiel, da sagt Andrea, ihr ist der ein bisschen zu borstig so. Sie hat sehr sensible Haut und sie sagt, mit dem kommt sie, also ihre Haut kommt mit dem nicht so gut klar. Ich fand den erst richtig geil, dann fand ich ihn so, naja, und jetzt, Leute, was soll ich sagen, I'm in love. Ich
brauche den. Bedenkt, das sind nicht alles meine Pinsel, das sind alles Andreas Pinsel, ne? So, jetzt haben wir noch diese Dreichen hier liegen. Und ich würde einfach mal sagen, wir beginnen hiermit als Highlighter-Pinsel. Wobei ich mir den hier auch für kleinere Gesichter oder Leute, die es gerne präziser haben wollen, als Kontur kann man den super benutzen. Für mich ist der einfach nichts. Ich glaube, ich werde ihn jetzt auch gar nicht für Highlighter benutzen, weil eigentlich ist, also er ist für mich nichts. Ich kann ihn nicht, er ist toll, er ist weich, alles kein Problem. Nur die Form ist einfach, die ist nicht mein Fall. Genauso geht es mir mit dem, aber den werde ich jetzt trotzdem als Highlighter-Pinsel benutzen. Es ist ein klassischer kleiner Fächerpinsel. Ist nicht mein Fall, damit Highlighter aufzutragen, aber man kann es tatsächlich sehr gut machen und ja, guck mal. Ulala. Natasha Denona Superglow. Damit haben wir es hier zu tun. Und der ist natürlich hier für solche Stellen ziemlich gut geeignet. Wobei ich einfach sagen muss, dass ich der Typ bin, den Highlighter gar nicht mehr so präzise aufzutragen, sondern ich mag, zeige ich euch gleich nochmal, das großflächig und ja, nicht so, sondern eben einfach verblendeter, wollen wir es mal so sagen. Aber was man hiermit natürlich geil machen kann, ist hier so, ja, hier oben so drauf oder einfach Nasenspitzchen einfach so ein bisschen einarbeiten. Auch hier geht das super. Für mich ist es halt einfach nichts, weil ich einfach kein Fächerpinseltyp bin. Kleine Fächerpinsel. Ich nehme den lieber den Wayne Goss Nummer 13 und gehe hier in wirklich Buffing Motions einfach so komplett über meine Wange. Das finde ich schöner vom Highlighter-Effekt. Großflächiger und ausgeblendeter sozusagen. Seht ihr? Jetzt habt ihr nicht mehr diesen Spotlight, sondern ihr habt es so überall. Ich finde diesen Pinsel einfach auch geil. Ja, für Highlighter. Ich sag's euch, Multitalent. Ich nehme ihn jetzt auch gleich nochmal und wir tragen ein bisschen Creme Rouge auf. Und zwar nehme ich die Natasha Denona Blumenpalette und trage mir erstmal vorsichtig ein bisschen Rouge auf. Vorsichtig, sagte sie. Vorsichtig, sagte sie. Ja, ich habe heute Kontaktlinsen drin, muss ja ein bisschen aufpassen mit Rouge, dann sieht das alles mal anders aus, ne? Ich meine, nicht, dass ich jetzt irgendwie dezentes Rouge tragen möchte, so ist es nicht, aber da wirkt es schneller overblushed auf jeden Fall. Aber dieser Pinsel, ihr seht es, wie der, ich meine, das ist das Natasha Denona Hüllenrouge, wollen wir es mal so sagen. Es ist extrem pigmentiert und guckt euch mal an, wie das verblendet ist. Das ist verblendet und ich mache nichts weiter. Also ich mache keine Zauberei oder so, ja. Dafür müsst ihr kein Make-up-Artist sein. Dieser Pinsel macht das für euch, er macht das einfach für euch, ja. Egal wie pigmentiert hier dieses Rouge ist, er macht das einfach drauf und ja. Und jetzt haben wir noch den letzten Pinsel, den ich hier liegen habe. Und zwar ist das der Nummer 14, den es hier auch in dieser Variante nicht mehr gibt. Und da gehe ich jetzt nochmal in dieses Hilfe, Vorsicht! In diesen Duo Glow rein von Natasha Denona. Und oh Gott. Dieser Pinsel ist für mich auch einfach toll. Und das ist echt so ein Pinsel, ja, der genau mein Ding ist. Ne? Der ist ein bisschen, ich zeige es euch gleich mal von der Form, hat der sowas ähnliches wie der Morphe M509. Ja? Der ist so wie so ein geplatztes Sofakissen. Der ist ein bisschen stabiler in der Form, sage ich mal. Aber beide sind sehr fluschig.
Und deshalb kann der einfach das Rouge so Airbrush-mäßig, wisst ihr? Also er verteilt es einfach so super soft. Der hier ist ja recht borstig, der hier nicht. Der ist viel softer. Und ich gehe noch ein bisschen, Oh, lalala. Das ist ja wohl mal eine Natascha de Nona-Wange. Alter Schwede, ey. So, und ich denke, so ein kleines bisschen Glow kann ich noch vertragen. Ich nehme noch mal eine Natascha de Nona Candle Glow und den Chico Hodo Powder und gehe wirklich noch mal auch hier so, ihr könnt sehen, ist einiges an Puder drauf und gehe damit wirklich noch mal hier so ein bisschen über meine Stirn, bisschen hier, weil dieses Puder halt auch einfach noch mal diesen weichzeichnenden Effekt hat. Krass, das hat man gerade voll gesehen, oder? Zumindest in meinem kleinen Display. So, einfach hier so... No pores. Ein bisschen hier, ein bisschen dort und wow. Alter Schwede, ey, Jenny hat den Glow, ey. Ich flippe aus. Oh, meine Herren. Wollen wir mal ein bisschen Setting Spray, nochmal ein bisschen mehr Glow und dann sind wir fertig, ne? Lippen. So, Lippenstift ist auch drauf. Einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte tatsächlich von Hourglass. Der Influencer heißt er. Also dieser Lippenstift ist nicht von dieser Welt, Leute. Nicht von dieser Welt und mein Glow auch nicht. Wow! Und ich habe heute gar nichts vor, Leute. Heute ist Montag, so Montagmorgen. Ich dachte, ich drehe ein Video, ja. Und danach chill ich mit meiner Tochter zu Hause rum und habe nichts Besonderes vor. Aber mein Look, könnt ihr sehen, wie übertrieben flawless alles verblendet ist? Ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Also als ich meine First Impressions mit den Pinseln hatte, ich habe das bei Instagram gemacht, das First Impressions. Vielleicht mache ich davon auch nochmal eine Instagram-Story-Highlight. War ich fasziniert, weil ich habe nicht gedacht, also natürlich wusste ich, dass ein gutes Tool auch einen Unterschied bringen kann, aber dass der Unterschied für mich gefühlt so extrem ist, hätte ich nicht gedacht, weil ich finde, alles auf meinem Gesicht verblendet sich ineinander sowas von perfekt. Ihr wisst, das ist mein erstes Video mit diesen Pinseln oder über diese Pinsel und ich möchte gerne auf jeden Fall noch ein Battle machen. Also ich möchte gerne auf der einen Seite den und auf der anderen Seite den benutzen und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Und da bin ich wirklich gespannt, ob mein Eindruck, den ich jetzt habe, sich dann verfestigt oder ob das einfach nur so eine Pinsel-Euphorie ist, weil sie sich einfach geil anfühlen, weil sie einfach geil aussehen, weil sie expensive sind. Ja? Da bin ich echt gespannt drauf und das gibt es dann demnächst zu sehen. Jetzt möchte ich von euch wissen, habt ihr japanische Pinsel? Habt ihr das Gefühl, es gibt da einen großen Unterschied? Oder sagt ihr, Jenny, du hast da einen Arsch offen? Also, ich meine, manche von diesen Pinseln sind echt unnormal teuer, ja? Also, das sagt ihr ja, nur japanische Pinsel, alles andere ist scheiß. Oder sagt ihr, Jenny, du hast eine Meise, es ist völlig egal, mit was für einem Pinsel ihr ausauftragt. Ich sehe es nicht so. Aber naja, lasst es mich mal wissen, eure Erfahrungen. Und ich würde sagen, das ist das Ende des Videos. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei meiner Gönnerin sozusagen, die mir diese ganzen Pinsel echt zur Verfügung gestellt hat. Völlig uneigennützig und gesagt hat, Jenny, ich weiß, du möchtest gerne japanische Pinsel haben. Probier die mal aus, weil ich meine, ihr werdet es ja vielleicht selber auch einfach wissen, bevor du dir einen Pinsel für 80 Euro kaufst, das ist eine Investition, sage ich mal. Ne? Und dann hast du den und am Ende merkst du, oh, der ist gar nicht so geil. Und ich konnte mir jetzt ein Bild machen. Ja? Ich kann mir jetzt, sie hat gesagt, behalte ihn ein paar Wochen, teste sie. Und das ist schon geil, ne? Ja, ich hab's echt gut. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.